Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video und auch heute schauen wir uns den Shop an. Davon eine kleine Info, ich habe jetzt endlich mal nach all den Jahren ein Spind-Video hochgeladen, also ich habe euch gezeigt, was in meinem Spind alles so ist. Findet ihr auf meinem neuen Kanal, könnt ihr euch gerne anschauen und jetzt gehen wir direkt mal auf den Shop drauf und dann schauen wir mal, was heute reinkommt. Gestern gab es hier einen coolen neuen TikTok-Tanz. Ich denke mal, der wird dann verschwinden, werden wir gleich sehen. So, mal schauen, 3... 2, 1 und der Shop ist da. Vorgestellte Sachen. Ich sehe auch schon direkt hier oben, die ganzen Heldensachen sind zurück. Okay, also sind sehr, sehr nice. Man kann sich ja so gesehen einen eigenen Skin gestalten. Und ansonsten weitere vorgestellte Sachen. Also heute wieder ein größerer Shop. Die täglichen Sachen hier und alle Ikonen wohl auch noch am Start. Das neue Emote von gestern ist dann aber scheinbar weg. Und hier sind die Pakete nochmal. Okay, fangen wir oben an mit den ganzen Superhelden-Skins. Wie gesagt, die kann man sich anpassen. Das heißt, man kann sich hier alles auswählen. Gürtel an, Augenmaske an. Also man kann sich alles auswählen, so wie man will. Wie gesagt, man kann sich hier eigentlich einen eigenen Skin gestalten. Also das ist sehr, sehr nice. Alle Farben kann man ändern. Und ich klicke gerade einfach irgendwas an. Sieht sehr, sehr komisch aus, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Man kann hier alles verändern und dann gibt es hier auf jeden Fall 5 weibliche Skins und auch 5 männliche Skins. Alle nochmal hier zurück am Start. Wirklich sehr, sehr nice. Und darunter gibt es auch nochmal hier die ganzen restlichen Sachen. Das heißt einmal hier diese Hacke und ja, auch die kann man sich anpassen. Da gibt es noch Rückenteil und 2 Emoticons. Alles halt hier im Paket und auch nochmal einzeln. Ist ganz nice. Und ich habe direkt mal nachgeschaut, alles nach einem Monat nochmal zurück. Darunter gibt es die Lace auch sehr, sehr oft am Start. Auch nochmal zurück mit dem Rückenteil, mit dem männlichen Skin, der sehr, sehr komisch aussieht. Und dann gibt es noch hier die Hacke. Sehr, sehr nice Hacke mit dem Auge hier. Und dann gibt es auch noch einen Gleiter, alles einen Monat her. Und dann gibt es noch die Schreckenfade, auch hier nochmal mit einer integrierten Hacke dabei. Auch sehr, sehr nice. Dann gibt es noch hier den Schrecken Omen. Hier leider ohne Hacke und dann gibt es hier noch die Hacke von ihm einzeln. Schade, dass sie das nicht hier reingemacht haben, aber ansonsten auch sehr nice Sachen, auch einen Monat knapp her. Dann darunter auch schon hier die weiteren vorgestellten Sachen und ja, heute gibt es wirklich sehr, sehr viel. Auch hier nochmal alles eigentlich nach einem Monat zurück, nichts Besonderes am Start. Die Haze sehr, sehr oft da, die Hacke eigentlich auch natürlich immer passend dazu. Dann gibt es hier noch die Tigressa mit dem Rückenteil, hier noch die passende Hacke dazu. Und dann gibt es noch hier eine Lackierung und ich glaube, das war es auch schon. Ja, alles hier auch einen Monat her. Also ja, nichts Krasses. Darunter hier die täglichen Sachen. Wüstendominierin auch einen Monat her. Günstiger Skin, sehr, sehr nice. Feier ich. Dann gibt es noch hier den Magnus. Sehr, sehr großer, auffälliger Skin. Auch der nochmal 2 Monate her. Ist halt so ein Wikinger. Dann gibt es nochmal Glitter zurück nach 2 Monaten. Und ja, ziemlich aufgedrehter Tanz. Dann gibt es mal voll 80er, sehr, sehr nicer Tanz, so ein Oldschool-Tanz halt. Auch der nochmal zurück nach einem Monat. Dann gibt es nochmal Auffallen hier, auch 2 Monate her. Und dann gibt es nochmal Rübser, ist auch nochmal knapp 2 Monate her. Und mal rübst der und mal macht er hier eine Sportübung. Ja. Und ja, das war es eigentlich auch zu unserem Shop. Wie gesagt, falls ihr meinen Spind sehen wollt, da gibt es ein extra Video zu vom neuen Kanal. Und ansonsten war es ja auch schon zum Video.